Hallo Leute und willkommen zurück zu Paper Mario 2. So, im letzten Part haben wir nach Bomboom und Goldfried gesucht. Goldfried haben wir gefunden. Die Erlaubnis haben wir bekommen, aber wir waren Bomboom, weil er den Schlüssel hat oder so. Und wir fragen mal die Bubus, ob sie Bomboom gesehen haben. Willkommen im großen Baum. Was, du suchst General Bomboom? Oh ja, den kenne ich. Das ist doch der weiße Bob mit dem prächtigen Bart. Aber der ist nicht mehr hier. Der wollte an irgendeinem ziemlich düsteren Ort. Danke, tschüss. Ich hoffe, dass ich freundlich zu den Bubus bin. Ja. Soll ich das schneiden? Ja, gut, der ganze Hinweg und so. Nee, das schneide ich. Jo, also Leute. Bis gleich. Gut, da wären wir wieder. So, ich glaube, du kannst mir sagen, wo Bomboom ist. Oh, du bist doch der Held unseres Dorfes, der große Mario. Na, das hört sich doch gut an, oder? Okay, dann vielleicht du. Oh, da bist du ja wieder. Es scheint dir jetzt zu gefallen, oder? Doch nicht. Oh, du bist gekommen, um mich zu sehen. Aber tut mir leid, du bist wirklich nicht mehr Typ. Ja. Früher hat uns die Glocke der Abtei immer gesagt, wie spät es ist, aber seit dieser Schweinegeschichte läutet sie nicht mehr. Ich hoffe nur eines Tages wird die Glocke wieder schlagen. Du wirst unbedingt zum Schwein werden, oder? Vielleicht ist der Bürger, weißt du was? Oh mein Gott, er ist kein Schwein. Er ist keins. Wenn er blickt mein Auge da, da ist ja unser Held Mario. Seit diesem Vorfall mit den Schweinen sind wir sehr vorsichtig geworden. Natürlich erinnern sich alle an das, was du damals für uns getan hast. Ja. Ach Mann, wer weiß nochmal, du? Wer, General Bomboom? Den kenne ich. Ja, das ist doch dieser weiße Bomboom, oder? Ja, der ist Silbern. Bis vor kurzem war er hier bei uns im Dorf, war ja klar. Wohin er gegangen ist? Tür, ich weiß nicht genau, er schien irgendwie müde. Aha, Leute. Nein, er ist nicht in der Dingskirchen, der, im Todhaus, nein. Wir müssen jetzt zurück nach Großfrostheim und das schneide ich, also bis gleich, weil es ziemlich lange dauert wegen Kämpfen und so. Bis gleich. Ich sollte nicht so mal so hoch springen, so bis gleich oder so. Okay, bis gleich. Okay, jetzt aber. Bis gleich. So, da sind wir wieder und ich habe noch ein Level Up bekommen und damit lege ich mir jetzt einen neuen Orden an. So. Ich kann mir die Kraft meines Partners erhöhen. Meine Verteidigung erhöhen. Sparblüte. Ja, Elektriker nicht so mein Fall. BB Plus ist eine gute Wahl. Ansonsten, nee. Ich erhöhe mal die Angriffs... Nein. Die Kraft meiner Partymitglieder. Mailound. So, gut. Jetzt müssen wir zu seinem Haus. Ich glaube, wenn wir jetzt ganz schnell sind, dann sehen wir ihn gleich. Und zwar hier. Oder auch nicht. Egal. Gehen wir mal rein. Er ist da! Er scheint zu schlafen. Willst du ihn wecken? Jo. Bam, bam. Gut, prima. Er wird nicht wach. Willst du es immer noch? Willst du ihn nochmal wecken? Klar. Wieso nochmal? Ich habe ihn noch gar nicht geweckt. Er schläft immer noch. Willst du ihn immer noch wecken? Jo. Bam. Er wird immer noch nicht wach. Willst du ihn noch einmal wecken? Wach auf. Er wird einfach nicht wach. Willst du es nochmal versuchen? Er träumt von Barbie. Willst du es immer noch versuchen? Rührt sich kein Stück. Willst du ihn nochmal wecken? Bam, bam, bam. Schläf ist wirklich nicht wach. Willst du es nochmal versuchen? Jo. Wach auf. Keine Chance, ihn zu wecken. Willst du es nochmal versuchen? Jo. Bams, bams. Wird überhaupt nicht wach. Willst du es immer noch einmal versuchen? Jo. Bounce, bounce. Schläft tief und fest. Willst du es nochmal versuchen, ihn zu wecken? Jo. Bam, bam, bam. Ich brauche eine neue Stimme für den. Wow. Ja. Was ist denn los? Siehst du nicht, dass ich müde bin? Trost brauche ich auch keinen. Ein Bobbaum ohne Träume und Wünsche, das bin ich. Aha. Moment. Dieser Bart, diese Mütze, das ist dieser Hammer. Mario, ich hab's schon überall gesucht. Hä? Warum? Naja, ich will die große Knone wieder abfeuern. Mein Job hatte ich verloren, die Lust am Leben auch. Und da bin ich dann los. Ich war beim Wahrsager in Rohling und er sagte, der Mann, der deine Wünsche erfüllen kann, hat ein M auf der Mütze. Er trägt einen Schnauzbart und hat einen großen Hammer. Großer Hammer. Entschuldigung, musste sein. Was, ich soll die Kanone abfeuern, um damit die Welt zu retten?
Aber hallo, der Wahrsager hatte recht. Und ich schlafe hier. Ich mache sofort die Kanäle bereit. Sag du inzwischen dem Bürgermeister Bescheid. Okay. Ja, der geht einfach mal so durch die Tür durch. Ich meine, klar, ich laufe doch auch noch mal an die Tür durch. Was kann man sie auch öffnen? Ja, ich muss noch auf die rechte Seite. Jetzt kommt die große Kanone nicht zum neuen Ruhm. Ich bin so aufgeregt, ich könnte explodieren. Also los, schießen wir euch in den Mond. Ja, das klingt so komisch. Endlich, Mario. Folgt mir ganz einfach. Okay. Ja, jetzt kommt eine der geilsten Szenen hier entlang. Einfach mir nach. Und ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, da war es einfach geil, das aussah. Soll ich meinen Party-Member wechseln? Wie hoch ist eigentlich Barump? Barump. Komm du mal, du bist auch mal. Du sollst auch mal benutzt werden. Klingt jetzt komisch, aber egal. So. Kann ich mit dir reden? In Ordnung, stell dich dahin. Okay. Wow, ein Loch. Wuhu! Ah, wir haben Mario gefangen, sagt Bowser Bescheid. General Bobum, alles bereit für das Abwehren der großen Kanone? Vertrauen Sie meinen Fähigkeiten, Bürgermeister. Alles hergehört, wir leiten die Abschlüsse gemeinsam. Oh, oh, oh. Also los, Bobums. Alle Mann auf die Position! Zu Befehl! Meine Stimme geknackt. Oh. Yeah. Mega-Stützpunkt hier. System, starten! Verstanden, das ist startet System. System, gestartet. System gestartet. Systemcheck. Systemcheck live. System einsatzbereit. Vorbereitung für Abschluss der großen Kanone beginnt ab jetzt! Außentor öffnen. Und der Controller vibriert und oh my gosh. Was zum... Innere Lamellen öffnen! Ja. Wow. Kanonenrohr ausfahren! Große Kanone. Ein bisschen. Alter Schwede. Zielerfassung. Zielautot. Mond. Komm weiter höher. Am Anfang dachte ich, müsste das hier lenken. Aber schade. Das hätte ich mich überall hinschießen können. Ausrichtung 75,38. Neigung 54,66. Entfernung 389.603. Ziel erfasst. Windstärke 1,08, Korrektur Ausrichtung 3,03, Korrekturneigung minus 2,39. Ziel erfasst, Luke öffnen. Ja. Es ist soweit, die in die Pulverkammer. Ja, müssen jetzt die Bobum Suizid begehen? Oder was? Egal. Oh nein, ist nicht egal. Ich meine, oh, die opfern sich, nur damit sie die Welt retten können. Luke schließen. Aua! Oh, verdammte Scheiße! Und jetzt? Finger weg! Die haben Finger? Kanone bereit zum Abschluss! Stand by! Okay! Also los! Feuer! Boom! Boom! Bam! Woohoo! I believe I can fly! Yahoo! I believe I can touch the sky. Viel Erfolg, Mario. Danke, General! Bürgermeister! Sir! Woohoo! Works! Wow, wir landen auf dem Mond. Wir sind auf Mond, 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 Mond. Oh yeah! Aber werden wir es bald leben? Wir haben keine Luft und so. Boah, ja! Jetzt bin ich mal in den Mond gesplittert. Black. Ja, ziemlich gelungene Überraschung, was Mario? Hätte nicht gedacht, so einen Flug jemals zu erleben. Und jetzt sind wir also auf dem Mond.
Na, dann müssen wir noch das letzte Ständewerk mit der Prinzessin finden. Jetzt müssen wir das anschauen. Yeehaw! Wir springen hier im wow, Slow Motion. Okay. Wow, yeah. Yeah, man. Okay, gut. Übertreiben kann ich es noch weniger. Und man ist so langsam, selbst mit Yoshi ist man langsam. Und ich habe Bartom hier ausgewählt wegen ein paar Gegner. Und zwar, die sind da unten. Oder da. Ich komme her. Wow, wow. Ah, verdammt. Und die Gegner können sich normal bewegen. Ich aber nicht. Unfair. Wow, das ist ein Mondkirk, oder? Jo, Mondkirk. Wie viel sind ein Sprung ab? Nix. Gut zu wissen. Okay. Schnell die Gegner, die Bartom. Ich will Powerbomb benutzen. Komm, auf Maximum und BAMS! Das ist eine geile Attacke, oder? Ihr seid jetzt alle K.O. und ihr seid jetzt genockt out. Bams, bams. Lalalala, schalalala. So. Bald habe ich 360 Münzen. Ja, wow, ja. Wow, slow mom. Ich glaube, das kann man in die Luft sprengen. Und da sind noch mehr Mondkirks. Boom! Ah, ein Voltpilz. Voltpilz braucht nicht, brauche ich nicht. Wow, Slow-Mo Bands. Erstangriff erfolgreich, was aber nichts bringt, das keinen Schaden macht. Bands, cool. So, dann mache ich mal ein Erdbeben. Wow, ich bekomme noch BP, nicht gut. Wams! Wow, aua. Ja. Okay, ich benutze einmal Chili Royale. Du Chili Royale. Ja. Chili Royale. Du. So, ich hoffe, die stehen noch nicht auf. Ja. Vermindere den Schaden, den ich nicht anstecken werde, aber danke. Jetzt sollte man den Zauber wieder aufstocken, weil ich glaube, der geht bald zu Neige. Ich benutze mal, ich benutze Multisprung. Multisprung. Bams, bams und just bam. So, und drei Mondkicks besiegt. Ich bekomme 9 Steinpunkte. Erfahrungspunkte. Ich bin hier nicht bei Pokémon. Jedenfalls noch nicht. Weiß ich nie. Okay, Leute, wow, ich bin auf Mond. Yeah. Und wie geht denn das hier? Ja, das geht natürlich mit normalem Tempo. Genau wie die Stampfattacke. Ja, warum auch nicht. Okay, Leute, dann gehe ich mal zurück, werde speichern. Das nächste Mal erkunden wir den Mond. Finden Crucius, Crucillus, Peach und alle anderen. Und machen dann mal eine fette Party da drin. Fette Hardy Party. Und Leute, ich würde sagen, das nächste Mal geht's weiter. Bis dahin. Sag mal, Cheerio.